Hallo, meine Lieben. Das heutige Thema handelt um die Scham des Narzissten. Ja, man soll es fast nicht glauben, auch Narzissten schämen sich, aber vor allem schämen sie sich für eine Sache. Das heißt, eine Sache, die ihnen wirklich die Schamröte ins Gesicht treiben könnte, wenn sie nicht so gute Schauspieler wären. Aber tief in ihrem Innern ist diese Scham. Und auf was diese Scham sich gründet, soll Thema dieses Videos sein, damit man Narzissmus besser versteht, wenn man mit einem Narzissten zu tun hat, dass man ihn besser einordnen kann und verstehen kann, was geschieht im Innern des Narzissten, was ist wirklich da. Mein Name ist Hubert Hafner, Selbstwert-Burnout-Coach und Autor mehrerer Bücher, Gründer des Deutschen Instituts für Burnout. Und zu dem Thema möchte ich dir drei Bücher vorstellen. Hinterm Vorhang zeigt Narzissmus im christlichen Gewand, das mir sehr wichtig ist, auch zu verstehen, dass auch in der Religion, in Religionen jetzt unabhängig vom Christentum, sich sehr wohl Narzissten verstecken können und sich dort ausleben können. Das zweite ist für dich, Selbstwert ist kein Gefühl, also ein Gefühl, einmal kein und dann ein. Hier wird dir aufgezeigt, wie dein Selbstwert auf eine gesunde Basis gestellt wird, sodass du deinen Selbstwert vernünftig und richtig fühlen kannst. Und daraus folgt dann die Selbstliebe, die gesunde Selbstliebe, die nicht egoistisch ist. Wichtig zu verstehen, Selbstliebe basiert auf einem gesunden Selbstwert. Und damit ist es wichtig, den Narzissten zu verstehen, der deinen Selbstwert sukzessive zerstört hat, dein Selbstwertgefühl in den Keller gefahren hat. Doch heute wollen wir uns damit beschäftigen, was die Schamesröte in das Gesicht eines Narzissten bringen könnte, wenn er nicht so gut schauspielern würde. Ja, es ist interessant mit dieser Scham, dass es oft gemeint ist, ja, Scham ist gleich Schuldgefühl und genau das ist es nicht, weil Schuldgefühl auf etwas anderem basiert wie die Scham. Und hier zu unterscheiden ist erstmal wichtig zu verstehen, dass die Scham sich auf die Person bezieht, während das Schuldgefühl sich auf eine Aktion bezieht. Das heißt, wenn ich ein Schuldgefühl habe, dann weil ich etwas falsch gemacht habe. Weil mir etwas passiert ist, weil ich nicht richtig gehandelt habe, dann kommt ein Schuldgefühl auf und dieses Schuldgefühl ist auf Aktion bezogen, auf eine Situation, während Scham auf die Person bezogen ist. Also wie konnte mir das passieren? Dafür schäme ich mich, dass mir das passiert ist. Nicht die Sache, sondern dass es mir passiert ist. Also es tut mir nicht leid im Sinne von, ja, ich habe hier falsch gehandelt, entschuldige bitte, sondern ich schäme mich, dass es mir passiert ist. Es geht hier um meine Person. Und in dieser Scham, die der Narzisst hat, geht es immer um ihn. Und jetzt ist das Wichtige zu verstehen, der Narzisst, wenn er nur für sich alleine ist, und wenn er dann in sich hineinschaut, dann hat er diese Scham. Aber nur ganz kurz. Er schämt sich für das, was er ist, wer er ist, wie er ist. In lichten Momenten erkennt er, wie behandelt er andere, aber er verdeckt es sofort wieder, weil das ja nicht sein darf. Er ist ja durch dieses überhöhte Ich, durch dieses geniale Ich, das er sich aufgebaut hat, ist er ja immer besser als andere und das muss er aufrechterhalten, dass niemand an diese Person herankommt, für die er sich schämt. Ja, er schämt sich für sich, aber das wirst du nie sehen. Er wird es nie nach außen zeigen, außer es würde alles zusammenbrechen. Ja, sie leben in dieser Scham, weil sie wissen, wer sie wirklich sind. Vor sich können sie das Schauspiel nicht immer aufrechterhalten, dann wissen sie eigentlich, das, was ich mache, das passt nicht, aber sie könnten das nie zugeben. Warum nicht? Genau. Der Stolz verhindert, dass sie zugeben können, wie sie wirklich sind, wer sie wirklich sind. Sie sind auch bereit, das ganze Spiel so lang zu treiben, bis sie selber glauben, bis sie davon überzeugt sind, dass sie ja das Über-Ich sind und nicht das Verletzte.
Sie leben in ganzer Zeit, die ganze Zeit in einer Spannung, in einer gespaltenen Persönlichkeit, die auf der einen Seite grandios ist und auf der anderen Seite in einer ruhigen Minute in sich schauend doch gar nicht das darstellt, was es ist. Ich vergleiche das gerne mit einer Muschel. Eine Muschel ist zu und jetzt denkt man und hofft man, dass in der Muschel ja etwas ist, eine Perle. Und so gibt sich der Narzisst, er zeigt dir nach außen, schau, ich bin ganz wertvoll, ich habe ein hohes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Wenn die Muschel aufgeht, dann denkst du, dass eine Perle drin ist, aber der Narzisst weiß, da ist gar nichts drin. All das, was ich nach außen vorgebe, was in mir ist, das kann ich gar nicht zulassen. Wenn jemand diese Muschel knackt, dann wird er ja sehen, was in mir drin ist. Und hier zu verstehen, diese Muschel, diese Schale, die versucht er mit aller Macht zuzuhalten, damit das Bild nach außen da ist und damit keiner sieht, was wirklich in ihm ist. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Bild ein bisschen zeigen, wie es im Narzissten wirklich aussieht. Und er weiß, dass nichts in ihm ist, was er nach außen vorgibt zu sein. Er ist Minderwertigkeits behaftet, er ist unsicher, er ist immer abhängig von dem, wie wird er von außen gesehen, wenn er was macht, kriegt er genug Lob, kriegt er genug Zufuhr, er hat ja nichts in sich, diese Perle, an die er sich erfreuen könnte, sondern er braucht andere, missbraucht andere, damit er sich gut fühlt. Das System ist beim Narzissten und für das schämt er sich in der Tiefe, aber leider zeigt er das nicht. Leider kann er nicht ehrlich zu sich sein. Lieber lebt er seinen Selbstbetrug weiter, als sich helfen zu lassen, weil er ja keine Hilfe braucht. Und was dann grundsätzlich ist, wenn man beginnt, an dieser Schale ein bisschen zu knabbern, zu versuchen, sie aufzumachen, dann wird er wütend, dann kommt eine Projektion, du bist auch nicht anders und schau mal auf dich, Schuldumkehr, hättest du mich nicht dazu gezwungen, hätte ich so nicht reagieren müssen. Er reagiert völlig übertrieben, wenn jemand seine Person in Gefahr bringt, dieses Über-Ich-Person, die er sich gestellt hat, damit er ja nicht mit sich selbst konfrontiert ist. Das wäre das Schlimmste, da würde das Ganze zusammenbrechen. Das ist auch die Schwierigkeit, mit Narzissten vernünftig reden zu können. Wenn es um die Sache geht, no chance. Du hast keine Chance, weil die Sache sie nicht interessiert. Sie sind ja in ihrer Wirklichkeit auf etwas ganz anderes aus, nämlich auf Kontrolle, auf Macht, auf Zufuhr. Um die geht's immer. Zufuhr für sich. Sie haben immer Angst, dass es nie genug ist. Sie brauchen immer mehr, wie so ein schwarzes Loch. Saugt alles weg, aber sie ist nie zufrieden. Und so ist der Narzisst und er schämt sich für das, dass er tatsächlich nichts ist. Er kennt sich. Aber das kann er nach außen nicht zeigen. Schade, weil das die Chance für seine Veränderung, für seine Heilung wäre. Weil hier die Möglichkeit für ihn wäre, tatsächlich ein neues Leben beginnen zu können, weil er dann etwas in sich sehen könnte, was ganz verdeckt da ist, dieser Kern des Seins. Aber das überdeckt er mit seinem Scheinsein, das, was nach außen scheinen und glänzen soll, wie diese Muschel von außen wunderschön ist und dir vorgaukelt, dass das genauso nach innen ist. Und das Problem ist, dass er, wenn dann mal was passiert, keine Reue zeigen kann. Das heißt, nicht die Sache ist das Problem für ihn, wenn ihm ein Fehler passiert, wenn er sich mal ungerecht verhält dir gegenüber, sondern die Scham, dass es aufgeflogen ist. Er schämt sich für das, dass er so ist. Und dann wird er dir Entschuldigungen bringen, also Reue im Sinne von, ja, da ist mir ein Fehler passiert, aber nur weil, und dann kommt eine Reihe von Entschuldigungen, sodass er letztendlich gar nichts dafür kann und wieder gerechtfertigt für sich aus der Situation geht. Habe ich ein Video dazu gemacht? Scham oder Reue, was treibt den Narzissten an? Das heißt, hier zu verstehen, der Narzisst schämt sich, aber er bereut nicht. Und das ist die Schwierigkeit, mit Narzissten umzugehen, weil sie keine Reue im Sinne von Reue kennen. Und wenn sie Reue tatsächlich zeigen, dann ist es wieder etwas, von dem sie was erwarten. Dann sind sie der reuigste aller Reuigen,
dann sind sie dort auch wieder besser, aber es geht hier wieder um sie, um ihre Zufuhr, die sie dann durch diesen Akt bekommen, aber in der Tiefe geht es um Scham und dann doch wieder, ich erwarte etwas, wenn ich bereue, erwarte ich wieder etwas für mich, einen Vorteil, also nicht, ich gebe es zu, Punkt, sondern ich erwarte durch mein Geständnis wieder etwas für mich. Narzissten sind so veranlagt. Und es ist nicht leicht, mit so Menschen umzugehen. Aber ich habe hier ein Video zu gemacht. Ah, wie kannst du einen Narzissten besiegen? Ein Ding, wie es geht. Und ich möchte dir in einem der nächsten Videos aufzeigen, 7 Dinge, wie du mit Narzissten umgehen kannst, wie du dich aus ihrem Spielfeld nicht nur emotional entfernst, sondern welche Schritte du tatsächlich einleiten kannst für dich. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, dass es einen schamerfüllten Narzissten gibt, den du aber nicht sehen wirst. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne den Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und vor allem kommentiere. Es ist so wichtig, dass Menschen sehen, sie sind mit dieser Situation nicht allein. Auf deinem Weg in deine Freiheit wünsche ich dir ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.